Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Triple-Fler, liebe Friends, Family und Fans. Willkommen zurück auf Desert Force Day bei DCS, Digital Combat Simulator, liebe Zuschauer. Genau, ich habe eine neue Folge für euch. Wie ihr das wahrscheinlich jetzt hier schon seht in der Überschrift, ne? Und zwar, ich habe mir was Neues gegönnt. Seht ihr das? Seht ihr das? Das da vorne kennen wir schon. Der hat 10. Wir sitzen jetzt in der F14. Ich habe die F14 geholt. Die ist quasi neu, gibt es seit 2 Monaten, ist noch im Early Access. Ist noch nicht 100% fertig. Ich sehe es, glaube ich, bei ungefähr 85%. Und ich habe mir die gezogen. Und ja, ihr seid dabei beim ersten Mal in diesem Ding. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe Steuerung grob eingestellt. Und die in unsere Testmap hinzugefügt. Sonst gar nichts. Das Einzige, was ich habe, das nicht, ist hier auf unser Kneeboard. Ja. Auf unserem Kneeboard habe ich eine Checkliste. Eine ungefähre. Wie man das Ding auch starten muss. Ja, und das machen wir jetzt zusammen. Und dann werden wir mal Taxi machen, kurz fliegen und so. Und dann, ich weiß nicht. Ich bin gespannt. Sieht hübsch aus, das Ganze. Das Problem, was ich festgestellt habe, ich saß ja einmal schon drin, man kann nicht alles genau sehen. Das ist ein ziemlich abgeficktes Cockpit hier. Ziemlich combat-used. Ja. Ja, wir starten. Oxygen on. Ich weiß, dass das hier unten ist. Clock. Gut. Ground Power Connection. Ground Crew Electric Power on. Chief, turn on the ground power. Copy. Okay, dann. Yes, Supply. Ground Crew. Ground Air Supply. Weil, also die F-14 hat keine Stützbatterie und kein Aggregat, das Luft generiert, um die Triebwerke zu starten. Chief, connect Ground Air Supply. Okay. Copy. Jetzt müssen wir unser Mann... Okay. Jetzt müssen wir unser Mann, dem Chester, mal sagen, Startup. Copy. Okay. Der macht los. ICS Com Check. ICS Com Check. Loud and clear. Roger. Roger. So, dann Engine Crank rechts. Wo war das nochmal? Ich glaube hier. Genau, für die rechte Engine. Jetzt fängt die hier an zu laufen, glaube ich. Arm the ejection seat. Ah, arm the ejection seat. Closing canopy. Check. Check. So. Der läuft hoch. Turbine 1. Ready to start. Ready to start. Turbine 1. Come on. Ja. Come on. Läuft hoch. Nice. Ja, ihr hört den Chest da hinten Knöpfe klicken. Klick. Ne? Der macht das Startup. Also. Komm schon, Engine. Come on. Ja. Okay. Ich nehme an, die ist idle. Er kann top right. Ja. Throttle. Left click. Und linker Schub. Come on. Jawohl. Aber ein bisschen früh. Aber komm. Alter, wie der die Knöpfe klickt. Klack. Ist ja kaum auszuhalten.
Chester! Chester! Ja, eigentlich hätte ich ja die Mission mit meinem lieben Freund im Cyberhonk fliegen wollen. Aber der hat das Spiel halt nicht. Aber trotzdem, Honky Tonk, dieser Flug ist für dich, Mann. Guck sie dir an. Guck sie dir an. Uhuhuhuhu, Baby! Wir fliegen hier Jolly Rogers, ne? Von der USS George Washington. Genau. So ein hübsches Ding. So. Es geht weiter. Der Klick ist wieder in der Mitte. SAS 3 on. Die, weiß ich, sind hier unten. Pitch. Da. Jawohl. Oh, ich mache hier übrigens noch ein bisschen... So, Flash, Bright, Anti-Kollision. Ja, verschiedenes Licht, Taxi an, Hock. Das ist der Haken. Tower. Ah, das kommt noch hier. Ara. Nee, das ist jetzt hier. Ara, genau, Power on. Kein Plan. Display hat Zeug on. Das ist hier. VDI hat SC. Hier sind die Switches. Hier ist Theo. Das ist Take-Off. Cruise Mode. Anti-Air. Also Air-Air. Air-Ground und Landing. Da kann man durchschalten. Also okay. Jetzt müssen wir dem Chester sagen, er soll ihn allein durchführen, oder? Fine. Roger. Er macht ein Feintune. Jetzt können wir sehen, was der macht. Nämlich, wenn wir hier, glaube ich, umstellen. Genau. Mal das sehen. Jetzt macht er hier ein IFF-Alignment. Das fängt hier an und muss bis ganz hinten, so ich das gelesen habe. Vorher können wir nicht starten. Das ist wie bei der A10, wenn die CDU anfängt zu zählen. NAV und alles. Das macht jetzt der Chester. Die gibt jetzt hinten Koordinaten ein und so. Chester, where are you? Da hinten. Ja. Er macht jetzt ein paar Sachen. Chester Alignment. This Trim Zero. Die waren hier unten. Ja. Hammer. Stay Adi uncaged. Standby. Den haben wir. Attitude. Radar Altitude. Ha! Ah, hier. Ne, hier. Radar Altitude. Genau. Und auf wie viel? Okay. 100? Da steht nicht wie viel. Das ist, wenn wir zu tief gehen. Das ist die Warnung, glaube ich. Hier übrigens eine Checkliste für die Landung. Komm auf. Okay, Evo war hier noch QFE, genau. 2,9. Wir sind ja wieder auf Patumi. Auf 0, haben wir 0. Okay. Hier passiert irgendwie nichts. Ah, doch, hier. Der Strich. Emergency Wings Suite, genau. Bis hierhin. Jetzt haben wir hier die Wings. Und da passiert noch nichts. Mal ganz nach oben. Jetzt.
Wings, komm nach vorne. Oh, Baby, 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 Baby. Nein. Adaptieren, jawohl. Klappe schließen, jawohl. Hammer. Die sind geschlossen. Cover close. Master reset push. Push. Master reset push. Muss ich denn die jetzt? Aha. Jetzt Power. Ground Crew. Chief, turn off the ground power. Copy. Okay. Ground Crew. Ground Air Supply. Disconnect. Chief, disconnect Ground Air Supply. Disconnected. Hammer, hammer, hammer. Nose wheel steering engaged. Hammer. Brakes. Brakes sind noch an. Was ist mit dem Chester, ey? Ah, das ist immer noch Alignment. Ich kann übrigens auch auf den hinteren Sitz wechseln mit der Taste 2. Aber da habe ich keinen Plan, was da abgeht da hinten. Deshalb lassen wir das mal. Hier hupt was. Der ist fast durch. Ich soll mir vielleicht noch mein Radio anmachen. Boat. Manuell 255. Das ist okay. Okay. Was haben wir sonst noch zu anmachen? Das ist Autopilot. Das habe ich keine Ahnung. Also irgendwelche Lautstärke, das machen wir mal ein bisschen hoch. Ah, das ist Tarkan. Das hier ist Tarkan. Kein Plan. Ah, guck, da sind wir fertig. So, dann. Hat trimmen. Nee. Hier. VDI trim. Auf 0. Kann ich den mit dem Hut machen? 0. Okay. Soweit, so gut. Alright, ready to taxi. Ready to taxi, hat er gesagt. Brakes. Brakes, okay. Nose wheel steering is an. Dann funken wir mal. Oh, wir haben den Tower vergessen. Startup. Das war nicht die Idee. Oh. Come on. Okay. Dann gehen wir mal ein bisschen Schub. Alter, braucht das Ding viel Schub, bis sich das bewegt. Alter, was? Alter, was? Dann nicht normal. Uff. So. Wie ist geil da mit den Scheiben, ne? Aber wir könnten eigentlich noch den Ding auf Auto machen hier. Die Flügel auf automatisch, genau. Dann klappt's die aus. Den Start. Oh, 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 oh. Mal ruhig, Brauner hier. Boah, ist das sensibel, das Zeug. Oh, oh, oh. Müsste da noch ein bisschen Offset draufsetzen, ne? IO Units. Öff. Öff.
Master Arm, Gun Rate, Gun... Taxing Light. Oh, ho, ho. Langsam. Ja. Ich bin ready. Noch nicht ganz. Fast. Lass mich da mal kurz ausrichten hier. Alter, ist das eine Bitch von dem Flieger, ey. So. Anti-Skip oder was? Ah. Off. Spoiler. Mhm. Was ist Refuel? Dann können wir theoretisch hier... Was war das? Taxi-Light, oder? Taxi rausnehmen. Instrument-Indexer, Master-Light. Master-Test. Weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Ex in was? Keine Ahnung. Was ist das denn? Air Condition. Okay. Air Source. Kabin. Master Gen. Oh. Nochmal immer nix. Ja, leuchten tut nix mehr. Da haben wir alles. Take-off. Ja, machen wir das rein. Take-off, Line-up haben wir. Nose-Wheel-Steering machen wir aus. Wings auf Auto, die haben wir auf Auto. Flaps down. Flaps down. Jawohl. Bei 140 rotaten, Gears und Flaps up. Okay. Bin aufgeregt. Nehmen wir ein bisschen Schub. Und dann auf geht's. Auf geht die wilde Putzi hier. Oh. Was Breaks? Nix Breaks. Was ist denn der Speed bei dem Ding? Was ist denn der Speed bei dem Ding? Hallo? Okay. Wir fliegen. Wir fliegen. Gears up. Jawohl. Flaps up. Jawohl. Trimmen. Holy shit! Guckt's euch an. Oh, baby. Bisschen Stall. Oh, baby, one more time. Nicht übel. Was wäre denn das jetzt hier? Cruise. Cruise Mode. Oh. Haben wir. Speed Brakes sind drin. Holy shit. Die Flügel sind draußen. Haben wir noch ein bisschen Schub hier? Wieso gehen die Flügel nicht rein?
Okay. Wir sind fast auf Max-Schub. Also, was mal hier kommt, ist der Afterburner. Wieso gehen die Fliegel nicht rein? Ah, jetzt gehen sie langsam. Oh, okay, okay, okay. Wo ist denn hier? Das ist Höhe, wo ist Geschwindigkeit? Down, down, da. Mach! Oh, wie funktioniert denn das Ding? Wie muss ich das angucken? Er wird immer schneller. Soll ich mal den Afterburner benutzen? Er sollte ich vielleicht nicht in der Kurve nehmen, ne? Da schnauft er. Da schnauft er. Ich fliege mal gerade raus und dann benutze ich mal den Afterburner. Irgendwo über dem Wasser oder so. So. Oh, 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 oh. Und raus aus dem Burner. Was haben wir denn da? Mach 1? Mach 1? Holy fuck! Höhe 15.000 Fuß. Holy shit. Kann ich in der Kurve den Burner geben? Alter. Alter. Burner! Boah, hört euch das an! Du, Baby! Und hoch damit! Come on! Nicht schlecht. Wisst ihr, was das Geilste ist an dem Ding? Ich zeig's euch jetzt. Es gibt einen Walkman in dem Ding. Achtung. Walkman, Baby. Mit eigens komponierten Songs. Vielleicht hört ihr mich gleich nicht mehr. Das ist aber scheißegal. Oh, Baby, Baby. Alter, come on! Mach 1,2. Oh. Rot ist nicht okay. Oh, 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 oh. Kurz vorm Blackout, Mann. Ah, das Ding ist geil, Alter. Alter, wie geil ist das Ding? Mach 1.
Own burner. Kann man meinem Batumi da den Tower anhusten oder so? Oh, das Ding fliegt aber wie der Bitch. Schaut euch an, wie das Ding schaukelt, ey. Eine Tower anhusten hier. Kann das inverted machen? Holy shit. Alter, geile 70er Sound Synthesizer Power Man. Was bist du denn? Ja. Mal sehen, ob wir das Ding abfangen können. Come on, come on, come on, come on. Oh. Oh, wir haben keinen Sound hier. Ah, jetzt. Nee, nee, ist gar noch da. Eins weiter machen. So, theoretisch müssen wir jetzt das Ding mal landen, ne? Mal hier mal landen rein. Dann funke ich mal ATC Batumi inbound. Batumi in field 1-1 inbound. Enfield 1-1 Batumi, fly heading 28789. Runway 13, altitude. Okay. Fertig mit dem Sound hier. Mal sehen, wir müssen unbedingt Speed rausnehmen. Oh, das Ding so schnell! Boah, das kriegen wir ja nie hin. Die scheiß Airbase. Wir sind auf 3000 Fuß. Nur ein bisschen runter. Also viel zu schnell. Viel zu schnell. Viel zu schnell. Ich muss nochmal drehen hier. Alter Schalter.
Kompass. Genau. Holy shit. Ja, dann versuchen wir das nochmal, ne? Höhe sind wir 3300 Fuß. Dann drehen wir das Ding mal noch. Nicht zu fest, minus hier. 2000, nicht zu fest, plus. Alter, das ist eine Bitch zum Fliegen. So. Speedbrakes sind draußen. Und die Flaps raus. Was haben wir da für eine Geschwindigkeit? Alter. Landing Gear. Oh, 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 das Ding macht Sachen, du. Ich bin ein bisschen hoch. Oh, ich muss ein bisschen runter. Alter, das gibt eine Anfängerlandung. Holy shit. Ich bin so schnell. Oh, 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 oh. 1000 feet. Atumi, in field. 1-1, request landing. Ja, ja, ich bin ein bisschen tief, Chester. 400 feet. Ja, ich bin ein bisschen tief, Chester, ich hör's schon. 300 feet. Ja! Geht schon. Alter, die Bitch. Ich muss sowas von ziehen. Ich muss sowas von ziehen, die Ding. Alter. Oh. Uff. Holy shit, the Roni. Was zeigt mir denn die an hier? 160? Was? Look at this, baby! Flaps hoch. Speed Brakes rein. Na, ah, die ist hinten. Dickes Gehen. Geiler Scheiß. Speed Break. Plapp. Okay. So weit, so gut. Jetzt müssen wir das Ding auch im Taxi bewegen hier. Taxi Light on. Boah, ich komme mit den Anzeigen überhaupt noch nicht zurecht hier. Holy shit. Aber hey, wir sind gelandet. Wir haben das Ding aufgestartet, wir sind geflogen und wir sind gelandet, liebe Zuschauer. Oh mein Gott. Man glaubt es gar nicht. Man glaubt es gar nicht. Das erste Mal. Honk, bist du dabei? Siebre Honk. Kannst du es fühlen? Alter, geiler Sound. Geiler Sound. Kann ich nochmal anmachen. Chester, Mann. Ja. Ja. Wir sind runter vom Rollfeld. Was Breaks.
Oh, ich habe mich verfahren. Stellen wir in dem Jahr 10 Baby. Klack. Aus die Musik. Ah, die braucht echt viel Schub, bis sie sich bewegt am Boden. Ne? So. Geil. Liebe Zuschauer, wir haben es hingekriegt. Wir haben es hingekriegt. Aha, geil. Afterburner Action, Party Hardy, Flug, alles aufgestartet, gestartet, gelandet. Ja. Oh, das verändert das Zeug. Ich würde sagen, das ist das Ende hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Erste Runde 14. Geiler Scheiß. Ich mag das Ding. Ich muss mich echt noch dran gewöhnen an die ganzen Instrumente. Und die Navigation, das ist ganz anders als die A10. Aber hey. Wäre ja langweilig sonst. Ah, okay, das ist ein... Aha. Okay. Hydro, okay. Okay, ja, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Peace out.